Studierendenzentrierte Lernumgebungen basieren auf einer konstruktivistischen Perspektive auf das Lernen und Lehren. Das heißt also, die Lernenden und die Lernprozesse stehen im Mittelpunkt. Im Allgemeinen geht es um die Förderung von Lernprozessen, aber auch von Lernergebnissen. Für den universitären Bereich bedeutet das, dass die Studierenden neben fachlichen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen erwerben. Das heißt also personale, soziale und methodische Kompetenzen. Das heißt also, es geht darum, was die Studierenden im Anschluss an ein Bachelor- oder Masterstudium wissen, verstehen und können. Wie Lernzeit genutzt wird, ist relevant. Empirische Studien zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Studienleistung und Zeit, die die Studierenden für die Bewältigung von anspruchsvollen Lernaufgaben aufwenden, besteht. In meinen eigenen Untersuchungen an amerikanischen Universitäten hat sich gezeigt, dass die Studierenden dort ca. 82% der Unterrichtszeit aktiv sind, das heißt beispielsweise in Gruppen arbeiten oder diskutieren. Das heißt, studierendenzentrierte Lernumgebungen sind grundsätzlich so zu gestalten, dass sie einerseits Lerngelegenheiten schaffen, die die Studierenden kognitiv aktivieren, das heißt zum Lernen und zur aktiven Beteiligung anregen. Andererseits geht es darum, Mitgestaltungs- und Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Beispiele für aktivierende Methoden sind zum Beispiel Gruppenarbeit, Gruppenpuzzle, Präsentationen, offene Fragen des Lehrenden, aber auch Think, Pair, Share oder Minute Papers sowie Projekte. Etwas verstehen meint nach Franz Weinert, neue Informationen in ein bereits vorhandenes, nutzbares Wissenssystem integrieren können. In meinem Verständnis bedeutet Deep Learning einerseits Wissen und Verstehen, andererseits aber auch dieses Wissen praktisch nutzen und anwenden zu können. Zudem bezieht sich das Deep Learning auch auf die Lernprozesse, mit denen Kompetenzen erworben werden sollen. Im Gegensatz dazu ist der Begriff des forschenden Lernens etwas enger gefasst. Er bezieht sich auf die Etappen des Forschungsprozesses, den die Studierenden durchlaufen sollen. Zum Beispiel, die Studierenden wählen eine Forschungsfrage, die sie bearbeiten wollen. Dann führen sie eine Literaturrecherche durch. Dann wählen sie geeignete Forschungsmethoden aus und so weiter. Gemeinsam ist den beiden Konzepten, dass sie sich beide auf eine konstruktivistische Lerntheorie beziehen. Und zudem geht es darum, verständnistiefes Lernen zu fördern. Empirische Analysen zeigen, dass die Effektivität des Technologieeinsatzes nicht überbewertet werden sollte. Im Vergleich zu Instruktionsvariablen wie zum Beispiel der sozialen Interaktion, dem bedeutungshaltigen Lernen oder der Lernstandsmessung zeigen der Einsatz von Technologien einen eher geringen lernförderlichen Effekt. Beispielsweise hat der Einsatz von Spielen oder Simulationen mittlere Effekte, allerdings lassen sich diese Lehrformate häufig etwas schwerer realisieren in der Hochschulpraxis. Blended Learning Formate, die Online-Lernumgebungen mit Präsenzlehre kombinieren, weisen ebenfalls mittlere Effekte auf. Das heißt, sie haben ein Potenzial zur Gestaltung von studierendenzentrierten Lernumgebungen. Andere digitale Lehrformate, die zum Beispiel Clicker, Social Media oder MOOCs einbinden, sind noch nicht ausreichend empirisch erforscht, weisen aber auch Aktivierungspotenziale auf. Insgesamt geht es bei den digitalen Lehrformaten darum, dass die Medien gezielt eingesetzt werden, um verstehenstiefes Lernen zu fördern. Das heißt, abschließend kann man sagen, dass die inhaltlich-didaktische Qualität des Angebots, des Lehrangebots, wichtiger ist als die technologisch-mediale Qualität.